In diesem Video bauen wir diesen PC zusammen, den nutze ich für meine Videobearbeitung. Ein paar Komponenten werde ich aus meinem vorhergehenden System natürlich wiederverwenden. Die Änderungen betrifft also das Mainboard, die Wasserkühlung, das Gehäuse natürlich und den Arbeitsspeicher. Gehen wir einmal die Komponenten durch, und zwar fangen wir an mit dem Gehäuse. Das ist das ProArt PA602. In dem Gehäuse sind schon Lüfter vorinstalliert. Am beeindruckendsten sind wohl die beiden in der Front. Die haben jeweils 200 mm Durchmesser. Als Mainboard habe ich mich hier für das Asus ProArt Z790 Creator Wi-Fi entschieden. Dieses Mainboard passt natürlich vom Design her perfekt hier in dieses Gehäuse. Und damit das Ganze vollständig ist, haben wir auch hier die Wasserkühlung von Asus von ProArt. Und zwar die LC420, eine 420 mm Wasserkühlung. Als Arbeitsspeicher nutze ich den Corsair Dominator Titanium RAM. Ich habe hier die 48 GB Variante, das heißt 2x24 GB, 6000 MHz bei einer Latenz von 30. Als Grafikkarte nutze ich weiterhin die RTX 4090 von MSI, die Ventus 3X. Diese passt natürlich vom Design her nicht zu den ganzen ProArt Komponenten, deswegen habe ich die Grafikkarte etwas modifiziert, aber das seht ihr dann noch im weiteren Verlauf des Videos. Als Netzteil übernehme ich auch das Corsair RM1000X. 1000 Watt sollten für das ganze System ausreichend sein. Ebenso übernehme ich den Prozessor aus meinem alten System, das ist der i9-13900F. Ich sehe keinen Grund, den Prozessor zu ändern. Der ist völlig ausreichend für meine Arbeit und ich bin hochzufrieden. Das Video hier soll an die ersten Videos auf diesem Kanal erinnern und wir bauen erstmal diesen PC zusammen und schauen dann an, was es dann für Besonderheiten gibt, wie das ganze System dann komplett aussieht und wie denn die Performance ist. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los.
Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin gefallen und ich bin stark begeistert von der Optik. Das ganze Zusammenspiel zwischen dem Mainboard, der Wasserkühlung, die Grafikkarte und das Gehäuse, das passt wirklich richtig gut. Ich möchte euch jetzt ein paar Besonderheiten mitteilen. Und zwar hat das Case vorne im Einlass zwei 200 mm große Lüfter. Diese treiben auf jeden Fall wahnsinnig viel Luft durch das Gehäuse nach oben hinaus. Die Besonderheit ist, dass alles ziemlich weit nach hinten und oben sitzt und auch hier unten die Netzteilabdeckung sorgt dafür, dass die Luft im Prinzip hier oben an der Ecke nach oben hinaus getrieben wird, was zu einem absolut super Airflow in dem Gehäuse beiträgt. In der Seitenscheibe habt ihr nochmal hier unten eine kleine Abdeckung, die ist luftdurchlässig, da kann jeweils Luft angesaugt oder beziehungsweise überschüssige Luft, die nicht nach oben entweichen kann, nach unten herausgedrückt werden. Ebenso hervorragend finde ich, dass die Möglichkeit besteht, den Radiator ganz nach oben in den Deckel zu bauen und die Lüfter dann unten in dieses Gestell einzuführen. Das heißt also, ihr habt innen eine komplett glatte Oberfläche, die nicht so, wie man es normalerweise kennt, dass die Radiatoren und die Lüfter so ins Gehäuse hineinragen. Das habt ihr hier halt nicht. Des Weiteren haben wir hinten ein Fach, wo ihr die Wi-Fi-Antenne verstauen könnt. Das ist sehr gut. Dann steht die nicht irgendwo auf dem Schreibtisch rum oder steht auf dem Gehäuse möglicherweise. Ihr habt bei dem Gehäuse auch die Möglichkeit, durch einen Kippschalter vorne am Frontpanel die Lüfter zwischen maximalen Drehzahlen und Mainboard gesteuert hin und her zu schalten. Das kann hier und da sinnvoll sein, wenn es ein paar warme Tage gibt oder ihr genau wisst, dass es jetzt etwas heiß beim Spielen wird oder bei eurer Videobearbeitung. Ihr habt genügend USB-Anschlüsse vorhanden, 2x3.0, 2x2.0, 1x USB-C und ihr könnt den Ein- und Ausschalter blockieren, dass ihr nicht versehentlich mal den Rechner ausschaltet, sobald ihr auf den Knopf kommt. Ein gutes Feature, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal versehentlich euren Rechner am Ein- und Ausschalter ausgeschalten habt. An der Front habt ihr den ProArt-Schriftzug nochmal eingelassen. Das sieht wirklich richtig gut aus und wenn ihr den Filter herauszieht, da habt ihr das Ganze dann nochmal eingelassen und wenn ihr das ineinander schiebt, geht die Schrift sozusagen ineinander über und ich finde das wirklich sehr anschaulich. Auch die Möglichkeit, hier hinten zum Beispiel eure Grafikkarte zu arretieren, ohne dass ihr schrauben müsst. Das heißt, rein theoretisch könnt ihr die Grafikkarte ein- und ausbauen, je nachdem wie ihr das wollt. Stecker ab, das heißt Stromversorgung trennen, dann hier hinten diese Klappe öffnen und eure Grafikkarte ist lose und kann vom Mainboard entnommen werden. Ein cooles System und natürlich könnt ihr auch, so wie das Gehäuse zu euch kommt, die Grafikkarte vertikal verbauen. Das ist immer gut, das gehört in meinen Augen fast schon in jedes Case, wenn es natürlich die Größe zulässt. Die Grafikkarte hier von MSI hat normalerweise eine silberne Abdeckung und hier das MSI-Logo, das habe ich mit einer goldenen Folie überklebt und habe die silberne Abdeckung matt-schwarz lackiert, dass sie passend zum Gehäuse ist. Auch die LC420 Wasserkühlung von ProArt fügt sich nahtlos natürlich hier ein und sieht wirklich richtig edel aus. Kein Display, was bunt rumflackert oder ähnliches, das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ich hatte vor, als Arbeitsspeicher von Team Group den T-Create zu verbauen, weil ich finde, dass der optisch da wirklich richtig gut hineinpasst. Der war leider nicht lieferbar und ich habe mich dann für den Corsair RAM entschieden. Aber auch der macht eine gute Figur. Den habe ich farblich natürlich dann abgestimmt, dass es ganz dezent golden leuchtet. Das Mainboard natürlich im ProArt Design sieht auch wirklich richtig edel aus. Die Abdeckungen sind alle wirklich hochwertig gefertigt, es ist alles sehr stabil und man merkt einfach schon, dass da sehr viel Qualität vorherrscht. Gehen wir noch etwas auf die Performance ein. Die Wasserkühlung hat den i9-13900F im Cinebench R23 Durchlauf zwischen 78 und 83 Grad kühl gehalten. Dabei hat sich der Prozessor zwischen 250 und 310 Watt in den Peaks gegönnt. Und das Spitzenresultat im Cinebench R23 waren 35.883 Punkte. Für mich ist das nur ein kleiner Nebenwert. Mir geht es eher darum, dass die CPU ordentlich gekühlt wird und das Ganze bei leisem Betrieb. Bei den Durchläufen ist mir aufgefallen, dass die Wasserkühlung sehr leise ist und die beiden 200 mm Lüfter auch gar nicht so laut sind, wie man vielleicht vermuten könnte bei der Größe. Also für mich zum Beispiel für die Videobearbeitung, da ich neben dem Rechner sitze, also wirklich sehr angenehm. Und natürlich habe ich noch den Timespy durchlaufen lassen, allerdings hier nicht in 4K, sondern nur in Full HD. Dabei war der Graphics Score bei 33.954 Punkten.
und der CPU-Score bei 21.336, was dann einen durchschnittlichen Wert von 31.187 Punkten ergeben hat. Ansonsten bietet das Case halt nicht viel Möglichkeiten, da irgendwie etwas woanders hinzubauen. Ein Radiator in die Seite, in die Front ist hier einfach nicht möglich. Ihr baut den Radiator in den Deckel. Dafür allerdings bis 420 mm. Das Case ist wohl eher dafür gedacht, viel Komponenten hineinzubauen. Das heißt also sehr viele Festplatten. Ihr habt unzählige Möglichkeiten, auf der Rückwand 2,5 Zoll HDDs zu verbauen. Und auch hier unten unter der Netzteilabdeckung könnt ihr 3,5 Zoll HDDs verbauen. Ein gutes Feature ist noch, ihr habt hier noch eine Taste an der Seite. Da könnt ihr im Prinzip dann testen, ob euer Staubfilter schon zugesetzt ist und ob ihr ihn reinigen müsst. Das wird euch dann dort einfach angezeigt. Sozusagen sind da zwei Infrarotsensoren, die dann den Durchlass an dem Filter messen. Und wenn das zu dicht sein sollte, dann gibt es da eine Meldung und ihr könnt euren Filter reinigen. Der Preis für dieses Gehäuse Ende August 2024 etwa 207 Euro. Meine Meinung dazu ist, für das Gehäuse ist es wirklich gerechtfertigt. Die Lüfter sind stabil, die Lüfter laufen wirklich ruhig und pumpen eine ganze Menge Luft durch dieses Gehäuse. Das Asus ProArt Z790 Creator Wi-Fi für 475 Euro ist natürlich erstmal eine Hausnummer für ein Mainboard. Da muss aber jeder für sich selbst entscheiden, ob es unbedingt das von ProArt sein muss. Es gibt auch andere Mainboards, die in etwa die gleichen Werte bieten und dabei vielleicht im Design etwas zurückstecken, aber dafür halt auch günstiger sind. Die ProArt LC 420 mm Wasserkühlung für 305 Euro ist wirklich ein stolzer Preis. Ihr habt da natürlich ein wunderschönes Design, eine 420 mm Wasserkühlung. Aber ich denke, es gibt auch andere 420 mm Wasserkühlungen, welche genau dieselben Werte in der Performance erzielen. Ich hatte bis jetzt noch keine andere 420 mm Wasserkühlung, um da vielleicht einen Vergleich herzuziehen. Aber was ich sagen kann, sind meine Eindrücke jetzt hier von dieser Wasserkühlung. Die Pumpe ist wirklich sehr angenehm leise und auch die Noctua-Lüfter verrichten ordentlich ihren Dienst und sind auch kaum hörbar. Wenn man das ganze Komplettpaket sieht, egal welche Grafikkarte oder welchen Prozessor man da verbaut, kauft man doch bei ProArt eher das Design. Außer beim Gehäuse vielleicht, wenn man Wert auf unglaublich guten Airflow legt. Alles in allem gefällt mir der Rechner jetzt, so wie er hier steht, wirklich richtig gut und den werde ich jetzt erstmal in mein Arbeitszimmer schaffen und damit genau dieses Video hier bearbeiten. Vielen Dank an PCHMG für die Unterstützung bei meinen Videos, das kann ich gar nicht oft genug erwähnen. Und natürlich vielen Dank auch an die Community, an alle da draußen, die diesen Kanal hier unterstützen, raufklicken, liken, Kommentar schreiben. Das unterstützt den Algorithmus und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der sollte dies jetzt tun. Drückt einfach auf den Abonnieren-Button und ihr unterstützt damit meine Arbeit. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dann, ciao, ciao.